Bei jedem Einkauf im Asti Store erhältst du 5% Rabatt. Zeig uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Gewinne außerdem 2 VIP-Tickets für das letzte Heimspiel gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Ja, wir haben viele einfache Fehler gemacht. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir unser sicheres Passspiel heute nicht so durchbringen können wie gewünscht. Ja, Cottbus hat auf diese Fehler gelauert, immer wieder durch Konter gefährlich zu werden, vielleicht durch ihre Standards. Haben wir nicht gut gespielt erste Halbzeit, zweite Halbzeit fand ich das schon wesentlich besser. Dennoch eine Unachtsamkeit, wo der hinten am zweiten Post völlig frei einschieben kann. Fehlt heute zur ersten Niederlage. Das ist sehr, sehr unglücklich. Ich denke, wir hatten das Spiel großenteils im Griff, hatten sehr, sehr viel Ballbesitz. Was wir uns ankreiden müssen, ist halt, dass wir nicht so viele Chancen ausgespielt haben. Klar, Cottbus hat das gut gemacht, haben dann nach dem 1-0 natürlich mit 10 Mann verteidigt, was uns die Sache nicht leichter gemacht hat. Hatten dann kurz vor Schluss noch ein, zwei Chancen, um das Spiel noch wenigstens einen Punkt zu holen. Wenn ich an die Chance von Molly denke, ja, und so ist es halt bitter. Ne? Ich bin sehr, sehr enttäuscht, unglücklich. Aber ja, wir sollten den Kopf jetzt nicht in den Sand stecken. Und irgendwann war es uns bewusst, dass es uns irgendwann treffen sollte. Ja, wir haben gegen einen sehr laufstarken, kompakten Gegner gespielt, die hinten alles zugemacht haben, war schwer durchzukommen. Ich glaube, wir sind 2-3 Mal durchgekommen, da müssen wir die Chance nutzen. Allgemein würde ich sagen, heute war das Glück nicht so auf unserer Seite. Wenn man bedenkt, ganz zum Schluss grätscht nochmal der Fetschi vorbei. In der ersten Halbzeit grätscht er vorbei ein bisschen und sollte einfach nicht sein heute. Und ich glaube, an Einsatz und Motivation lag es heute nicht. Ich glaube, jeder hat Gas gegeben, jeder wollte und so ein Spiel musste jetzt einfach mal wegstecken. Ja, war ein bisschen das Glück gefehlt heute in der einen oder anderen Situation. Gerade jetzt, kurz vor Schluss, komme ich einen halben Schritt oder einen halben Meter zu spät. Ja. Kann ich jetzt nicht viel sagen. Also ich komme einfach zu spät, der Ball ist, geht ins Aus. Bin ich den Schritt schneller oder den Meter schneller, bin ich da und nick ihn ein. Und so ist es. Ja, wie gesagt, also sie waren ziemlich tief gestanden, ziemlich kompakt gestanden, haben gut verschoben, gut gearbeitet. Und wir haben natürlich ihn ein bisschen in die Karten gespielt durch unsere individuellen Fehler. Da haben wir den Gegner einfach unnötig stark gemacht. Wenn wir das abstellen, wie wir das schon gezeigt haben, dann hätten wir den Gegner heute auch schlagen können. Aber wie gesagt, irgendwann ist es leider immer das erste Mal. Und das Entscheidende ist, wir nehmen den Kopf aber nach oben. Wir haben trotzdem noch eine breite Brust. Ich denke, das macht uns jetzt nichts aus, wenn wir einmal verlieren. Wir wollen am Samstag wieder volle Kanne angreifen, die ganze Woche hart arbeiten. Das war halt dann auswärts weiter punkten. Es war jetzt die erste Niederlage in der bisherigen Saison. Also wir werden jetzt nicht irgendwie alles umkrempeln oder hier jetzt alles jetzt schlechte Laune verbreiten. Es geht ganz normal weiter. Wir sind immer noch Erster und wir werden, wie gesagt, das Spiel einfach analysieren und abhaken und in Kiel wollen wir dann wieder 3 Punkte sammeln. Ja, definitiv auch eine eklige Truppe. Ich glaube, vergleichbar wie mit Cottbus jetzt. Wir haben letzte Saison dort auf die Mütze bekommen. Da hat man gesehen, dass die kämpferisch auch auf einem sehr guten Niveau sind. Ja, wir müssen einfach dagegenhalten, so von der Motivation her und von der Laufbereitschaft wie heute auftreten, da haben wir das Glück wieder auf unserer Seite.